So, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es weiter mit Road to Commander. Wir sind im letzten Part bis Level 8 gekommen. Wer den ersten Part nicht gesehen hat, checkt ihn unbedingt aus. Da waren richtig zwei geile Gameplays mit am Start. Und ja, wir haben im letzten Part ein paar Sachen gemacht. Und zwar haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Allerdings nicht meine Lieblingswaffe. Und wir sollten uns unbedingt mal eine Klasse erstellen für die MP7, weil die eine richtig geile Waffe ist. Nehmen wir die. Ich weiß gar nicht, welche Waffe eigentlich besser ist. Ich schätze mal die, weil die. Die ist präziser. Also die ist auf Fernkampf besser, die ist auf Nahkampf besser. Aber ich bevorzuge da eher die Tag 45. Gut, dann nehmen wir Hardliner mit. Kaltblütig mit. Und Extrembedingungen. Und Semtex. Endlich habe ich eine Semtex. Lass uns gleich das mal dasselbe mal in der anderen Klasse auch noch ändern. So, okay, Tarnung haben wir leider noch nicht, Aufsätze für diese Waffe haben wir auch noch nicht. So, wir nehmen, solange wir wollen ja die 10 Slots ausnutzen, deswegen werden wir beim ersten Slot gleich Leichtgewicht mitnehmen, um ein bisschen mobiler zu sein. So, genau, können wir hier vielleicht, ja, können wir, ja Mann. Gut, bis jetzt läuft alles ziemlich gut. Wir spielen dieses Mal Herrschaft. Ich habe lange her kein Herrschaft gezockt und bin auch nicht der Beste. Oh, einen Moment mal, bevor ich jetzt in Lobby beitrete. Ich versuche auch ein bisschen Abwechslung zu bringen in die ganzen Spielmodis, damit ihr nicht immer dieselben Spielmodis sehen müsst. Drangfire bin ich nicht so der Fan davon. Ich werde erstmal mit den niedrigen Killstreaks gehen und später dann die höheren nehmen. Aus irgendeinem Grund sind nicht so viele Spieler online am Anfang, habe ich so das Gefühl. Da findet man manchmal irgendwie keine Lobbys. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich die Map-Packs habe, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil sich richtig viele Leute die Map-Packs geholt haben. Und wir spielen mal wieder auf Hijacks, die Map, auf der wir letztens ein bisschen verkackt haben. Ich glaube, wir haben das Spiel mit einem 16:7 geendet, also nicht so gut. Wir versuchen auch in jedem Spiel mindestens eine 2,5er-KD zu haben. Okay, los geht's. Nein, nein. Oh, ich dachte, da wäre... Oh mein Gott, was? Was? Wie hat er mich geholt? Oh mein Gott, wenn ich das wüsste, Alter. Da wäre ich schon einen Schritt weiter in meinem Leben. Was? Alter Schwede, irgendwie ist komisch. Mein Ping, glaube ich, der ist irgendwie auf Droge. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, der ist da. Der kommt gleich hoch. Oh nein. Ja, ich mag die MP7 eigentlich nicht so gerne, muss ich sagen. Auf PC kann man meiner Meinung nach den Rückzug ein bisschen besser kontrollieren. Da ist einer. Oder der geht wieder unten durch. Scheiße. Okay, ersten haben wir geholt. Das Spiel ist natürlich gleich wieder vorbei, Alter. Das ist natürlich immer so. Wow, wir sind da viele. Das hat, da hat man keine Chance mit der MP7. Deswegen nehme ich jetzt mal eine Abkürzung. Was? Wo sind die alle? Wo sind die alle? Oh, scheiße, die kommen alle durchs Haus. Oh, jetzt. Hä? Was zum Teufel? Ich verstehe gar nichts in diesem Spiel, Alter. Keine Ahnung, ernsthaft nicht. Also das war echt eine komische erste Runde. Ah. Okay, ich bleibe erstmal einfach mal in der Lobby drinne. Was für ein Gesicht. Okay, 3,2 KD ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, schätze ich mal. Nichts Besonderes oder so, aber egal, aber egal. Und wir haben ein Rotpunktvisier für die... ihr wisst schon. So, das brauchen wir nicht zweimal. Ah, genau, das können wir auch löschen. So. Wann habe ich die Level 10? Welches Level bin ich gerade? Level 8. Was gibt es denn hier noch so? Level 10, Fall, Level 22. Skaha finde ich nicht so gut. AN94, Level 55 erst. Ich glaube, es geht sogar nur bis Level 55. Also werden wir die wahrscheinlich nur einmal zocken können, um das zum Schluss. Dann spielen wir meinetwegen nochmal auf Hijacked. Okay. Ich glaube, viele von euch werden nichts dagegen haben, wenn ich es mal auf 2 oder 3 Runden mal auf Hijacked spiele. Weil Hijacked eigentlich eine ziemlich gute Map ist eigentlich. Erinnert mich halt so eine
typisch Nuketown-Map irgendwie, so eine ganz kleine Map. Oder eine typisch Rust-Map. Ich weiß nicht, wer noch Rust aus MW2 kennt. Aber diese Map war echt, boah, da gab es so viele Spawn-Fails, Alter. Das war richtig krank. Krank, habt ihr gehört? Krank. Kranke Scheiße. Okay, los geht's. Nochmal die MP7. Und dieses Mal, bitte gebt ihr ein bisschen mehr Mühe. Puh. Los geht's. Let's go. Sie werden lernen, was Schmerzen sind. Sie werden lernen, was Schmerzen sind. Oh, meine Mutter ruft an. Mami, hallo. Ich kenne das nicht. Oh, da sind... Die sind alle da hinten. Die Leute tendieren immer dazu, hier lang zu gehen. Hi. Danke für den Kill. Easy, locker, flockig. Der ist oben. Ich glaube, ja, er hat aber, ja. Ich werde mich immer... Nein, egal. Wir gewinnen diesen Kampf. Oh, mein Nase juckt. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn das passiert. Die werden jetzt alle hier hochkommen. Nein, nein, hinten, hinten. Drohne erwartet Befehle. Habe ich ihn gesehen? Ich wette, einer wird von da kommen, oder? Jetzt kommt einer von hier oben wahrscheinlich. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte, Alter. Nein! Ach, scheiße, egal. Flieg! Sei frei! Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Mr. Hunter-Killer-Drohne. Ich mag die MP7 mehr mit Rotpunkt, finde ich. Nein, den hätte ich höchst bekommen müssen. Alter, scheiße, Alter. Wir haben die Kontrolle übernommen. Zwei Headshots hintereinander. Da ist einer. Da muss einer spawnen. Nein! Das wäre ein Double Kill gewesen. Das wäre noch ein freier Kill gewesen, weil er da wahrscheinlich gespawnt wäre noch. Ey, mein Aiming mit dieser Waffe, Alter. Bestes Aiming ever. Erschütterungsgranate geworfen. Okay, der befindet sich wahrscheinlich oben, der Camp. Nein! Was? Oh, ich hätte die Killcam laufen. Ich tendiere immer dazu, die Killcam wegzuskippen. Obwohl das so wichtig ist, Alter, die Killcam wenigstens anzusehen. Das ist mein Teammate, du Bastard. Mann! Ich hab den so oft angeschossen, Alter, durch die Wand. Der wollte einfach nicht sterben. Ich will unbedingt diese Tarnung haben, diese Tarnung. Wir haben die Kontrolle übernommen. Scheiße. Egal, ich glaube, ich war ohne mein Teammate gestorben. Oh, ich hasse diese scheiß Blend-Scheiße, Alter. Hinter mir oder was? Nee, nee, der kommt, die kommen alle von hier. Hä, wo sind die denn alle? Ich lasse mir aber die auch Spaß. Ja, wir können auch so mit der spielen. Ich liebe diese Waffe. Scheiße, die hat aber keine Munition. Gehen wir meine MP7 zurück. Beste Waffe ever, MP7. Nicht wirklich, aber okay. Da ist er. Easy. Schön durch die Wand geschossen. Die spawnen jetzt alle da hinten. Schnell Blendgranate drüber. Und loslaufen. Loslaufen, loslaufen. Erschütterungsgranate geworfen. Nein. Ah! Dieses Gefühl, wenn man weiß, man wird sterben. Dieses Gefühl, Alter. Ich habe im Moment eine 3er KD. Mal sehen, ob ich ihn noch ein bisschen aufbessern kann. Das wäre ziemlich gut. Dazu darf ich aber nicht sterben. Wo sind die denn? Was, die spawnen? Nein! Nein! Ah, 2,5er KD habe ich jetzt genau. Also wenn ich jetzt einmal sterbe, habe ich wieder eine schlechtere KD als eine 2,5er KD. Haftgranate geht raus! Auf die Beine! Wo sind die denn alle? Da, 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 da. Das hätte ich nicht machen sollen, das hätte ich nicht machen sollen. Bewegung. Ja. Erschütterungsgranate. Oh, ich wusste es. Oh, war das knapp, Alter. Ich wusste, dass er irgendwie von da kommt. Ich hatte so ein Ultra-Gefühl, Alter. Er ist erledigt. Jetzt kommen die von... Links alle. Ja, ich wusste es. Drohne erwartet Befehl. Wechsle das Magazin. Jetzt ist er da drin. Verbündete Drohne nähert. Was? Nein, nein, nein! Was?
Feinde haben die Drohne zerstört. Ich dachte, er wäre dort gewesen. Da chillt er. Orbitalsatellit ist online. Orbitalsatellit. Danke, Teammate. Ich habe leider noch keinen Orbitalsatellit. Ah, diese C4 muss ich auch mitnehmen. Nein, er ist abgehauen. Er hat es geschafft, abzuhauen. Okay, die spawnen jetzt alle da hinten. Nein! Oh mein Gott, ich mache solche Fehler, vor allem beim Orbitalsatellit zu sterben. Na, super. Nee, nee, das fight ich nicht. Habe ich keine Chance gegen. Verbündete Drohne nähert sich. Was? Oh mein Gott, ich konzentriere mich so wenig gerade. Ich merke das gerade. Oh mein Gott, dieser Rückstoß, dieser Waffe. Nein, Alter. Oh oh. Oh oh, nein, 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 leg dich hin, leg dich hin. Ich wusste es. Mann, war das schlecht von ihm, Alter. Er steht da wie so ein Behinderter, genau wie der. Nein! Ah, ich freue mich schon, wenn ich meine andere Waffe habe. Obwohl die MP7 eigentlich ganz gut für diese Map ist, aber irgendwie, ich bin nicht so gut mit der MP7 aus irgendeinem Grund. 1,85er KD. Das sind solche Gründe, weil ich Leute auf dieser Distanz nicht so gut wegholen kann. Und ich liebe allgemein Dreierburst-Waffen, das sind echt meine Waffen, Alter. Ach, Mann, 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 Mann. Auftrag erledigt. Zeit für den Lohn. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, Dad. Scheiße. Ich hatte mal, es nicht so gut gelaufen für mich. Ich guck mal, was für eine KD ich im Moment habe. Was habe ich freigeschaltet übrigens? Ja! Ich habe die SWAT endlich, Alter. Gut, schnell eine Klasse erstellen für die SWAT. So. Vielleicht sollten wir die auch mal ein bisschen mehr benutzen, damit wir wenigstens ein paar Aufsätze für die freischalten. So. Wenn ich die erste Mine habe, werde ich sie wahrscheinlich durch eine Semtex ersetzen. So, Killstreaks. Bin nicht so der Fan von dem Teil, aber wird auf jeden Fall, werde ich auch mal benutzen dann. Aber werde ich erst mit dem, wenn ich Orbitalsatellit habe, weil es sonst zu lange dauert, um die zu bekommen. Lass uns aber bei den Killstreaks bleiben. Oh, nicht diese Map, egal. Ach, ich mag die Map nicht so, aber hey, egal. Man kann ja nicht immer auf den Maps spielen, die man mag, ne? 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 Innenstadt von Los Angeles. Ernsthaft sieht es so in Los Angeles aus? Team Deathmatch. Vielleicht will ich doch nicht mal Urlaub machen dort. Mir fehlt für diese Waffe ein Aufsatz, die diese Waffe extrem gut macht. Und das ist, glaube ich, der Aufsatz heißt Schaft. Und zwar könnt ihr euch, während ihr zielt, euch schneller bewegen. Und das ist quasi eine Pflicht für diese Waffe, finde ich. Also werden wir diese Waffe erstmal spielen, um die Aufsätze freizuschalten. So. Easy. Der kommt jetzt hier lang. Nein! Den hätte ich. Ich glaube, das war die Connection. Ich glaube, der letzte Burst hat irgendwie nicht gezählt oder sowas und dann wurde er nicht getötet. Was ziemlich unfair ist. Unfair. Komm, zeig dich, zeig dich. Okay, Teammate, gut gemacht. Mir geht es jetzt hauptsächlich. Natürlich ist meine Akademie wichtig. Aber hauptsächlich geht es mir eigentlich darum. Dass meine Team, dass wir das Spiel insgesamt gewinnen. Also alles gewinnen. Also wenn meine Teammates mal einen Kill bekommen sollten oder sowas, dann werde ich nicht gleich auslasten. Nur weil die mir halt einen Kill klauen oder sowas. Okay, die spawnen wieder hinten. Wo sind die jetzt? Unter mir wahrscheinlich, oder? Unter mir. Ich gehe dir mal einen kleinen Besuch abstatten. Hallo? Hallo, ich bin zu Besuch hier.
Wo sind die denn alle? Machen die Urlaub oder was? Oh, scheiße. Nein. Ah, dann spawnt er auf einmal doch hinter mir. Da ist einer. Was? Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich das Schalldämpfer auf dieser Waffe? Das frage ich mich. Übrigens, auf dieser Map bin ich einfach nicht so gut wie auf andere Maps. Ist halt nochmal so, man hat nochmal seine schlechten Maps. Und damals habe ich auch einen großen Fehler gemacht. Und zwar bin ich hier immer rausgejoint. Und habe dann, konnte dann deswegen die Map nicht so gut kennenlernen. Weil das würde ich euch niemals empfehlen. Joint niemals aus dem Spiel. Und scheiße, das wird ein richtig hartes Game. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben, damit mein Team gewinnt. Ich bin quasi derjenige, der das Spiel irgendwie carryt. Da ist einer hinter mir. Wir verlieren diesen oder oben. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Haben die auch eine Drohne? Wahrscheinlich ja, oder? Und übrigens, mit dieser Waffe muss man auch nicht so oft nachladen. Oh. Ich lade nach. Easy. Drohne. Nein. Wir haben die Führung das war das. Übernommen. Oh, Glück ab. Glück ab, dass das Teil nicht gegen dieses Ding da geflogen ist. Verbündete Drohne nähert sich. Oh, Glück ab. Den habe ich auch noch bekommen. Nein! Oh, wechselt zu neuem Host. Okay, vielleicht werde ich ja Host. Mal sehen. Huff. Okay, Blitzschlag aktivieren. So. Ich spawn jetzt hier. Das müsste eigentlich mindestens Triple Kill sein. Egal. Da Double Kill ist auch gut. Kill ihn. Ich brauche unbedingt diesen Aufsatz für diese Waffe, Alter. Unbedingt. Und ich liebe diese Waffe übrigens. Ist eine richtig. Erinnert mich so ein bisschen. Nicht. Ich meine, die Farmers aus MW2 kann nichts übertoppen, ne? Aber erinnert mich halt ein bisschen dran. Außer, dass die nicht immer mit einem Burst killt. Und ein bisschen. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Unsicher ist diese Waffe. Weil man halt nie weiß, ob die jetzt mit einem Burst killt oder nicht. Nein. Das war ein Fehler, dahin zu gehen. Mach ich auch nie wieder. Versucht doch mal aus einem Fehler zu lernen. Oder euch die Killcams anzusehen. Dann wisst ihr halt, was ihr falsch gemacht habt. Oder wo ihr als nächstes nicht hingehen solltet. Und so werdet ihr dann halt besser. Da kommt er gleich raus. Ich habe extra gewartet, weil ich es wusste. War auch kein Campen, das war einfach nur. Also wer mir unterstellen will, dass es Campen war, Alter. Der hat keine Ahnung. Bedrohung neutralisiert. Die kommen jetzt alle von hier wahrscheinlich. Ja. Sieht im Moment ganz gut für mich, für uns aus, aber wenn wir das nicht unterschätzen, ne? Diese ganze Situation hier, dann werden wir nicht gewinnen. Das Beste, was ihr machen könnt, ist immer zu springen, wenn ihr einen Sniper seht, weil ein Sniper sind hier ziemlich überpowered. Und wenn ihr springt, das verwirrt die über Team. Nein, den hab ich gesehen! Den hab ich gesehen! Ich hätte noch warten müssen, bis meine Drohne sich aktualisiert. Der ist hier. Nicht. Oh nein, nein! Nein! Scheiße! Nur noch zwei Kills, seht ihr? Feindliche Drohne hier. Das kommt davon, noch zwei Kills. Komm schon. Nein! Ah, komm schon, Teammates. Macht nicht die scheiß Fehler, die ich mache. Der campt da oben. Scheiße, da brauche ich mich gar nicht erst anzulegen mit. Dafür kill ich lieber diesen Sniper hier. Der einfach den dümmsten Fehler seines Lebens macht und sich einfach dahin stellt, so nach dem Motto, bitte kill mich. Hey, kein Ding, ich bin dazu da, um die Leute zu killen. Wenn ihr gekillt werden wollt, meldet euch einfach bei Dr. Danny. Spring. Okay, schnell weg hier. Das hat keinen Sinn. Nein, hinter mir ist ein Sniper. Seht ihr, ich bin gesprungen und sofort war es ein Kill. Ich bräuchte eine Drohne, so Ding, ne? Na, scheiße! Ah, diese scheiß Hardscope, Alter. Soll er mal lernen zu spielen, ey. Meine Teammates machen wir auf jeden Fall einen
guten Job eigentlich. Solange ich versuchen kann, das Spiel zu carryen. Also die ganzen Kills zu holen. Und der... Wenn man die Waffe nicht spielen kann, versucht es auch gar nicht. Ich glaube, er hat dieselbe Waffe wie ich. Hat er? Weiß gar nicht. Die kommen jetzt alle von da auf jeden Fall. Scheiße! Ach, Mist. Ich hasse auch diese Claymores, auch so OP, Alter, in dem Spiel. Die kommen jetzt, die haben mich gesehen. Ja. Es war klar, es war ultra klar. Verbündete Drohne nähert. Guck mal, ich habe jetzt 30 Kills aus meinem Team. Und 75 Kills sind möglich. Und wir sind 6 Leute. Unterwegs. Also ich carry das Spiel gerade so richtig, Alter. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vor. Wenn ich weiß, was ich mit carryen meine. Und zwar, ich fühle das Spiel, ich bringe mein Team zum Gewinn halt. Das muss man halt machen, wenn man eine gute KD und sowas haben will. Scheiße, meine KD. Ich habe das Gefühl, die 2 mit der 2,5er KD wird einfach nichts, weil ich schon Probleme bei den einzelnen Spielen habe. Mal sehen. Da kämpft ein Sniper, hat auch keinen Sinn. Mich da hinzustellen, wäre jetzt eigentlich quasi Selbstmord. Hier hinstellen haben wir auch gelernt draus. Sollte man nicht tun. Nein, nein, nein. Easy. 33-14. Ich werde doch ein Spiel machen wahrscheinlich, oder? Ja, ein Spiel geht, oder? Nee, wisst ihr was? Ich mache das nächste Spiel auf jeden Fall in der nächsten Folge. Weil sonst dauert die Folge zu lange. Ah, nee, Quatsch. Ich musste ja am Anfang warten, so lange warten. Da werde ich wahrscheinlich auch schneiden. Dann sollte die Folge doch nicht so lange gehen. Okay, ein Spiel machen wir noch. Das sollte auf jeden Fall noch reingehen. Mama mia, mama mia. Ah. So. So. Schneller zielen und schnelles Magazin nehmen wir so lange. Das, was wir brauchen, ist auf jeden Fall Schaft hier. Waffenstufe 7. Sollte nicht allzu lange dauern. Nö. Nö. Okay. So, freischalten, aber nicht benutzen. Gut, diesmal bitte auf Slums und bitte kein Aftermath. Bitte. Ach, Mann, Alter, ich hasse diese App so extrem, ey. Und wie geht's so? Was, das habe ich heute schon mal gefragt. Echt? Ja, Slums, Alter. Ich verstehe gar nicht, wieso die Leute Aftermath wählen. Ich meine, ich werde jetzt nie wieder aus einem Spiel rausjoinen. Bei mir war das damals immer, hatte ich zum Beispiel eine 1er-KD, bin ich immer rausgejoint. Das war so der damalige Fehler. Deswegen bin ich heute so schlecht auf Aftermath zum Beispiel. Und auf so Maps wie Slumski bin ich halt nur mal besser, weil ich halt immer drinnen geblieben bin und die Map quasi auswendig kenne. Und weiß, wo sich die Gegner befinden und so weiter und so fort, obwohl ich auf dieser Map eigentlich auch nur noch kein Profi bin. Aber diese Map ist schon wirklich extrem cool gemacht. Okay, let's go! Setzt ihnen zu. Halt deine Fresse, Teammate. Sonst schlage ich dir den Kopf ab. Ich werde mich hier hinstellen, weil ich ganz genau weiß, dass ich hier Leute kommen werden. Granate hin. Noch eine. Okay, wir haben ihn bekommen, wir haben ihn bekommen. Lauf um dein Leben, du Bastard. Nein, was? Er hat... Unfair! Das war so unfair, Leute. Ich hätte ihn hundertprozentig bekommen müssen. Scheiße. Ich weiß, ja, ich hätte die Killcam laufen lassen sollen. Ich skippe die Killcams immer. Obwohl mich das interessiert, wie ich gestorben bin. Da ist einer. Bedanke dich, Teammate. Ich habe dein Leben gerettet. Sag danke, lieber Danny König. Unglaublich, diese scheiß Sniper, Alter. Die sind so OP in diesem scheiß Spiel. Richtig OP. Rappel dich wieder auf. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, scheiße, was habe ich da gemacht?
Ich habe einen ganz losen Fehler gemacht und zwar durfte ich nicht da stehen bleiben. Ihr müsst bedenken, dass ihr immer auf der Karte angezeigt werdet. Und man nie stehen bleiben darf. Kill ihn. Nein! Oh, scheiße, Alter. Okay, Moment, sieht nicht gut für mich aus. Ich habe eine 5, also eine 1er KD, was richtig schlecht ist. Man glaubt gar nicht, dass der Durchschnitt der gesamten KD in eine 1er KD ist. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Es war Glück, bisschen. Habe ich aus Versehen zu oft daneben geschossen. Die müssten eigentlich hier irgendwo... Ja. Drohne steht bereit. Wollte ich gerade sagen, die müssten hier eigentlich irgendwo sein. Drohne nähert sich. Bin mal nachladen. So, jetzt spawnen die hier alle. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. Nein, von wo? Von da. Habe ich nicht kommen sehen. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Habe ich nicht auf die Map geachtet. Obwohl ich eigentlich eine Person bin, die extrem oft auf die Map achtet. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne. Okay. Das ist extrem scheiße. Vielleicht sollte ich mal Geistern packen. Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Konterdrohne, scheiße, wird auch unterschätzt. Der hat mich nicht gesehen, der war zu blind. Ah, scheiße. Scheiße, nein. Ach, ich mache gerade so viele Fehler. Mist, und wir verlieren dieses Spiel wahrscheinlich noch. Außer, ah, Mist, ich habe auch keine hohen Killstreaks. Weil ich noch ein zu niedriges Level bin. Mann, nein, Teammates, kommt schon. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden, Alter. Mist, Mist, Mist. Scharfschütze erledigt. Vorrücken. Ach, hoffentlich gewinnen wir noch. Das wird extrem ein richtig hartes Spiel. Vor allem, wenn wir zu oft sterben. Ich werde versuchen, nicht mehr zu ersterben. Auch wenn ich ein bisschen defensiver spielen werde müssen. Mist, was? Ernsthaft, ich bin durch so einen Scheiß gestorben. Scheiße, mein Team verkackt so. Teammates, bitte. Gebt euch Mühe. Nein, nein, nein. Guck mal meine Teammates. Jetzt guck mal meine Teammates an. Ihr könnt jetzt besser gucken als ich. Oder das Video kurz stoppen. Das ist der Grund, wieso wir jetzt verlieren werden. Granate. Wir sind jetzt alle dort. Oh nein, nee. Scheiße, dieser... Oh, mein Teammates! Den hätte er bekommen müssen, Alter. Ich hasse meine Teammates so extrem, ne? Ach, Mann, 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 Mann. Mir fehlen echt die Worte. Der Zeitplan ist in Gefahr. Mir fehlen extrem die Worte. Feindliche Drohnen nähert sich. Gutes Aiming. Drohne steht bereit. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. Mist. Ja. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ich werde das Spiel nicht umdrehen können. Meine Teammates verkacken zu sehr. Habe ich halt ultra Pech gehabt gerade. Dass meine Teammates so scheiße bauen. Also es ist quasi ich gegen übel viele Leute. Und das schaffe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Das hat unserem Ruf geschadet. Schau euch mal an. 9 zu 10, 8 zu 14, 5 zu 7, 4 zu 11, 2 zu 13. 2 zu 13. Ich liebe diese Tarnung übrigens. Sieht übel geil aus. Ach, Mann, 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 Mann. Okay, ihr wisst eigentlich, ja. Ihr wisst, was wisst ihr schon? Scherz. Okay, schauen wir mal kurz meine KD an. Loadster, endlich! Aber bringt halt nur was, wenn ich, ne? 2,38. Hm.
Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr euch auf die nächste Folge freut, vergesst nicht zu bewerten und zu kommentieren, welche Waffen ihr so und sowas sehen wollt. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Sneakers Ice Crew Member zu werden. Und dann sage ich danach, ciao, ciao. Ich denke, wir uns immer weiter. Okay. Mal kuscheln. So. Lass uns weiter kuscheln. Okay, das ist das Problem ist jetzt, ja, wenn du da oben schießt. Ja, guck mal, warte, es muss aber so weiter. Oh, Dick! Wieso?